Also aus meiner Perspektive wäre es nicht klug, eben in solchen Situationen, was wir häufig machen, auch in Seminaren mache ich das auch oft, wenn es um Beratung geht, Supervision, verständigen wir uns über bestimmte Kommunikationsregeln. Aber das, die Schwierigkeit, wenn man mit solchen Gruppen, die am Rande der Gesellschaft existieren und um Lebensbewältigung beschäftigt sind, das bei denen einzuklagen, bedeutet wieder ihre Stimme, die sie gar nicht erheben, oder sie schreien vielleicht, aber das ist nicht wirklich ihre Stimme, wo sie ausdrücken, was sie wirklich, wirklich wollen, das gleich wieder zunichte zu machen. Und vor dem Hintergrund ist da eigentlich aus meiner Perspektive eine Form der Moderation zu entwickeln, indem man sehr darauf achtet, ob jetzt alle das sagen können, was sie erfahren, ob alle das artikulieren können, was so ihre Bedürfnisse sind. Dafür müssen wir Sorge tragen. Und das kann auch bedeuten, und von daher sind das jetzt keine starren Unterscheidungen, Sozialraumentwicklung, Sozialraumorganisation, wenn man einen solchen Versammlungsort hat, wo es um übergreifende Projekte geht, beispielsweise eben die Ausgestaltung eines Jugendzentrums. Das sind ja unterschiedliche Gruppen beteiligt. Oder ein Mehrgenerationenhaus soll konzipiert werden. Oder ein Platz, ein öffentlicher Platz in einem Wohngebiet soll gestaltet werden. Da gibt es ja solche unterschiedlichen Gruppen, die alle Interesse haben, das zu nutzen. Und da wäre es notwendig, erstmal mit den unterschiedlichen Gruppen solche Sozialraumentwicklungsprozesse zu machen, damit sie als Gruppe sich verständigen können, was sie da wollen. Und dann erst im nächsten Schritt eben Sozialraumorganisation, dieses konkrete Projekt, Platzgestaltung, Mehrgenerationenkonzept, Jugendhausgestaltung, das mit allen zusammen anzugehen. Und wenn man in diesem gemeinsamen Prozess dann, den ich Sozialraumorganisation nenne, wenn man dort merkt, da droht eine Gruppe hinten rauszufallen, muss man wieder Stopp machen, den wieder einen eigenen Sozialraum kreieren, damit sie sich verständigen, um mit gestärkter Kraft zu artikulieren, was sie wollen und wieder in einen demokratischen Aushandlungsprozess zu kommen. Also das ist sozusagen die Perspektive, wobei ich mir bewusst bin, dass das eine unglaubliche Verantwortung der professionellen Moderation ist. Und dass es eben auch dabei eigentlich eine empirische Überprüfung braucht. Also man muss solche Prozesse eben sich im Nachhinein genau angucken und schauen, ob jetzt wirklich alle Gruppen die Chancen hatten, ihr Interesse zu äußern oder ob eine Gruppe drohte, unter den Tisch zu fallen oder tatsächlich unter den Tisch gefallen ist. Das muss man dann eben im Nachhinein rekonstruieren, um wieder neu dieser Gruppe bei der nächsten Runde die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Interesse stärkeres Gehör zu finden. Das ist eine hohe Verantwortung der professionellen Moderation und auch der Forschung. Und das nenne ich dann auch Allparteilichkeit. Und die Allparteilichkeit bezieht sich eigentlich nicht unbedingt in diesem Fall auf Personen, sondern auf eben
objektive Möglichkeiten, die nicht realisiert worden sind von Einzelnen, da zeigen sich dann oft auch die Gemeinsamkeiten in dem, was bisher nicht realisiert worden ist. Und dafür einen Raum zu schaffen, damit es sich realisieren kann, da, dafür bin ich parteilich und das meint bei mir Allparteilichkeit. Das, also der Versuch ist, das über dieses Prinzip Kodierung, Dekodierung zu lösen. Also, und in, wenn die Betroffenen selbst dekodieren, halten sich die Forschenden oder Professionellen zurück, beschränken sich darauf, Frere nennt das, problemformulierende Fragen zu stellen, ja, oder beschränken sich, das würde ich jetzt sagen, dürfte auch nichts schaden, wie ein Rogerianer, Dinge aufzugreifen, Erlebnisgehalte, emotionale Art zu verbalisieren. Das, darauf beschränken sich die Professionellen, aber sie steuern nicht den Prozess der Dekodierung und problematisieren nur immer wieder Sachen, auch wenn schnell eine Lösung gefunden wird, schnell irgendwie ein bestimmter Grenzakt präferiert wird, ist es die Aufgabe von Professionellen zu sagen, was könnte da passieren und was, wenn es jetzt nicht funktioniert, habt ihr noch eine andere Idee? Das sind die Fragen, die Professionelle stellen. Und vor dem Hintergrund kann dieses Gefälle etwas relativiert werden. Frere spricht von einem Dialog und auch Lefebvre spricht von einem Dialog, weil wir erst durch die Dekodierung auch merken, ob zum Beispiel das, was wir uns gedacht haben, als wir strategische Hypothesen formulieren, dass, wenn wir jetzt selbst als Professionelle oder als Forschende Kodierungen produziert haben, ob die treffen, merken wir es da. Und beide, also Lefebvre schreibt davon, Frere schreibt davon, dass sie regelmäßig erlebt haben, dass sie ihre Sicht revidieren mussten, nachdem die Betroffenen selbst eben dekodiert haben. Ja? Und vor dem Hintergrund ist es ein dialogischer Prozess und ich präferiere diesen. Es gibt ja heutzutage, wird sehr stark propagiert, vor allem in der Gesundheitsforschung, partizipativ zu forschen, also die Betroffenen zu Mitforschenden zu machen. Aber wir wissen aus den 70er Jahren, Klafki hat sowas probiert, in Reformprojekten in der Schule mit Lehrkräften, die eine akademische Ausbildung haben, dass das sehr schnell an Grenzen stößt, Betroffene zu Mitforschenden zu machen. Geschweige denn die Gruppen, von denen ich jetzt rede. Und vor dem Hintergrund sieht bei mir partizipative Forschung so aus, dass ich Partizipationsmethoden einsetze und mit Forschung kombiniere, aber sie nicht eben in die Forschung sozusagen einbeziehe, dass ich mit Ihnen nachher Datenmaterial angucke. Das ist absurd. Oder Typenbildungen zu machen, um zu sehen, ob es bestimmte, wer jetzt verschiedene Grenzsituationen teilt. Ja, das ist ja eine Art von Typenbildung. Da diese zu beteiligen, finde ich kappes, weil sie das nicht können. Also da müssen, das schaffen die Masterstudierenden in der Regel noch nicht. Da brauchen sie ziemlich viel Erfahrung in Projekten. Aber durch dieses Prinzip Kodierung, Dekodierung werden sie sehr ernst genommen und sind nicht einfach Objekte der Forschung, werden nicht beforscht, sondern sie steuern das. Und es geht auch nicht drum, im Prinzip darum, dass sie mir Recht geben, kommunikative Validierung, sondern dass sie rausfinden, was sie wirklich, wirklich wollen. In Reibung von mir aus auch mit mir, mit dem, was ich rausgefunden habe,
Und was ich denke, was so gemeinsame Interessen sind, sie reiben sich dann in meinen Kodierungen möglicherweise. Und so entsteht ein Prozess, der ungewiss ist für beide Seiten. Und Freire sagt das auch eben, das ist eigentlich eine Endlosspirale. Und beide Forschende wie Betroffene, indem sie immer wieder neu, er nennt das Beschauen, sich die Situation beschauen, entstehen immer neue Situationen. Und die Menschen verändern sich in diesem Prozess, ihre Praxis verändert sich in diesem Prozess und wir als Forschende verändern uns auch in diesem Prozess. Idealerweise schon. Wir haben jetzt von unserer Hochschule, konnte ich mich durchsetzen. In Deutschland gibt es ja für die Universitäten Elite, die Leuchtturmprojekte. Die Fachhochschulen sind leer ausgegangen und da haben sie im letzten Jahr ein neues Programm Innovative Hochschulen für die Fachhochschule gemacht. Wir haben bei unserer Hochschule ein Projekt durchbekommen, das genau unter diesem Aspekt von Transdisziplinarität läuft. Das heißt, die Fragestellung entwickeln wir mit der Praxis zusammen. Und Praxis heißt nicht nur Wirtschaft, heißt auch Verwaltung und heißt auch Zivilgesellschaft. Wir haben solche Formate, dafür bin ich zuständig, also solche Partizipationsverfahren, wo wir rausfinden sozusagen, was Fragestellungen sind, die Menschen in ihrer Situation oder in ihrem Alltag, was die Zivilgesellschaft betrifft, eben tangiert. Das sind oft Planungsprojekte im kommunalen Raum. Mobilitätsplanung zum Beispiel, ganz stark jetzt irgendwie bei uns im Rhein-Main-Gebiet, jetzt gerade wegen Dieselkram und so in Deutschland, kennt man ja vielleicht von den Nachrichten, ist das ein heißes Thema. Und wir entwickeln quasi die Fragestellung über solche Partizipationsformate mit den Betroffenen. Aber um als Forschende Geld dafür zu kriegen, müssen wir die natürlich zurichten. Das ist diese Schwierigkeit. Das ist eben auch ein Spagat, den man dann hinbekommen muss, dass man auch Glück hat, dass man Linien findet, wo man solche Projekte unterbekommen kann. Das ist schwierig. Ja. Aber idealerweise werden die nicht eben von außen entwickelt, nicht eben aus abgeleitet aus dem wissenschaftlichen Diskurs, weil eben allgemein zu konstatieren ist, dass, also hat ja schon Husserl irgendwie Anfang, weiß nicht, wann er die Krise der Wissenschaft geschrieben, 1918 oder sowas irgendwie geschrieben, dass sich die Wissenschaften und die Alltagsprobleme auseinanderentwickeln und dass die Wissenschaft eben mit ihren Dingen wie im Hamsterrad hin und her läuft, ja, aber die Fragestellungen, die die Gesellschaft betreffen, ganz anders sind und oft überhaupt nicht diese Fragestellungen passen in das, was wissenschaftliche Diskurse sind. Und vor dem Hintergrund eben diese Transdisziplinarität, die bedeutsam ist und nicht an Fragestellungen ansetzen, die jetzt aus der Wissenschaft sich ergeben, sondern die sich aus der gesellschaftlichen oder aus der Alltagspraxis resultieren. Und dann schon zu gucken, natürlich wissenschaftliches Wissen fruchtbar zu machen, das disziplinär gebunden ist, um diese Situation zu erklären, neue Begriffe zu bilden, die diese disziplinären Engführungen zu überwinden helfen. Das ist sehr anspruchsvoll. Also das kann ich sagen jetzt von dem, weil wir ja jetzt
bei uns in der Hochschule tatsächlich ja auch mit Ingenieuren, Technikern und sowas zusammen, Informatikern zusammenarbeiten. Das erfordert eine eigene Anstrengung, gemeinsame Begriffe zu finden, um sich überhaupt zu verständigen. Ja, das geht tatsächlich nur über langwierige Erfahrungszusammenhänge. Aber ich kann jetzt wirklich, das ist ein Beispiel, das ich nicht mehr ausgedacht habe, sondern aus meiner Praxis. Ich habe in einem runtergekommenen Arbeiterquartier mit Gangs gearbeitet und dort eben auch so eine Art von Forschung gemacht. Und dort gab es mehrere stark rechtsorientierte Gruppen. Aber das würde ich, da würde ich eine klare Grenze ziehen. Das sind nicht kleinbürgerliche Rigoristen gewesen, die in der Partei sind, sondern das ist so Sozialhilfeempfängeradel, die solche Sprüche klopfen. Ja. Und die waren wirklich krass drauf, also auf dem Ghetto-Blaster Hitlerreden rausposaunt im Jugendclub, Graffitis entsprechend, Stilisierung, Hakenkreuz und Hitlergruß pausenlos. Schlägereien mit eben den Kanackengruppen etc. Und meine Dekodierung war schon eben dieser Situation, dass es in diesem Quartier einen Kampf um Raum gibt, um ganz knappen Raum, der dort nur verfügbar ist für Jugendliche und dass das ein Interesse ist, was alle teilen. Und das habe ich denen auch, ich habe mit den Einzelnen verhandelt und das hat sich auch so rausgestellt, dass alle einen Raum wollten. Und dann haben wir Projekte entwickelt mit ihnen gemeinsam, zum Beispiel auf dem Gelände Wagen aufzustellen und wo sie zusammen, jede Gruppe hatte einen Wagen, das war die Basis sozusagen für Verwaltung. Das war nicht einfach, da könnte ich jetzt erzählen länger. Die haben nachher, ging nicht konfliktfrei, wie man sich denken könnte, aber das habe ich gesetzt damals. Imperatives Mandat, also nicht die Gangbosse beraten, sondern jedes Mal kommt jemand anders in die Runde. Er kann nur das vertreten, was in der Clique diskutiert worden ist. Ich habe pausenlos Sozialraumentwicklung mit der eigenen, mit den einzelnen Gruppen. Was wollt ihr? Bezogen auf den Platz, bezogen auf den Wagen, bezogen auf das Jugendzentrum, wieder in die Runde. Sozialraumorganisation moderiert die verschiedenen Gruppen. Und es hat sich herausgestellt, dass sie ganz schnell im Kopf Kompromisse demokratischer Art treffen. Das hat nicht immer getragen gleich. Also beispielsweise, was ich für unmöglich gehalten habe, die Wagen waren nicht gleich groß. Und eine dieser Nazi-Truppen, die sehr mächtig waren und sehr brutal, die hatte den größten Wagen. Dann ist aber eine migrantische Jüngere unglaublich angewachsen, als die ihren Wagen haben. Und die haben tatsächlich verhandelt, den Wagen zu tauschen. Dann haben aber die Nazi-Rocker gesagt, seid ihr bescheuert? Den Kanaken gebt ihr das? Das hieß, nach dem Wagentausch war Hacke Trumpf. Riesenpolizeieinsatz, alle Schlägerei gegen jeder gegen jeden. Aber danach haben sie es kapiert, dass es Schwachsinn, dass Gewalt keine Lösung ihrer Probleme ist, sondern im Gegenteil, das ganze Projekt war wieder bedroht und dann haben sie es kapiert. Sie haben nachher das Jugendzentrum, das zu war, weil immer nur Schlägereien war, kein Sozi dort mehr arbeiten wollen, wurde in Selbstorganisation der Gangs wiedereröffnet. Also ich habe das nur moderiert. Die Kasse hat nie gestimmt, war aber Schnurz. Die haben pausenlos verhandelt und neue Lösungen gefunden. Und das ist das Interessante gewesen. Noch ein extremeres Beispiel. Eine dieser Gruppen, junger Männer, schon älter,
Die haben tendenziell auf der Straße gelebt. Also da hat immer mal einer eine Wohnung, bei dem haben sie gewohnt und die ist dann wieder rausgeflogen, weil es zu laut war. Die haben in Gartenhütten übernachtet, Bushaltestellen etc. Mit denen habe ich eine Hausidee entwickelt, konnte das realisieren über eine Stiftung, damals Rot-Grün. Wir hatten das Haus, die Stiftung hat das die erste Rate gekauft, die hatten Arbeitsverträge, dann gab es einen Regierungswechsel, CDU kam dran, gibt das Haus dem Caritasverband. Caritasverband macht eben ein Begegnungszentrum für Italiener und Spanier. Meine Nazis. Die kann lachen und so. Irgendwie sehen wir doch. Dann habe ich gesagt, okay, Haus ist futsch. Ihr könnt jetzt auch die Arbeitsverträge in den Wind schießen oder wir wandeln das Projekt, arbeiten zur Verbesserung der Lebensqualität im Quartier. Und das ist unser erstes Projekt. Wir sanieren das Haus wie geplant. Das ist halt für die. Das wurde das beste Projekt für die, weil den Italiener und Spanier scheißegal ist, wenn am Weizkörper eine Rotznase war oder irgendwie die Tapete nicht stoßgeklebt war. Das war denen wurscht. Bei den nächsten Projekten, evangelische Kirchengemeinde, Töpferraum, nächstes Projekt, Reiterverein, das waren Projekte, die sind fast gescheitert. Man könnte sagen, wegen den Klassenkulturen. Aber sie haben kapiert, eben mit wem sie zusammen sind, sozusagen Klassensolidarität, ohne dass das hätte ich ihnen nicht sagen können. Das haben sie erfahren. Und nur dadurch ist es möglich. Aber das geht eben, dass man reale Interessen und nicht ideologische organisiert. Und dabei, wir haben die Frankfurter Arbeitslosenkooperativen gegründet und da waren Gruppen, Rechte, Punks, Sinti-Gruppen, also die sich wirklich wechselseitig sonst die Mütze vollhauen. Und die haben in dieser Idee, eigenständige Arbeitsprojekte als Gangs zu realisieren, haben die zusammen gekämpft. Und das kann nur der Prozess sein, aber es erfordert genau das, was ich sagte, eben immer, besonders am Anfang, Sozialraumentwicklung mit der einzelnen Gang, Sozialraumorganisation mit allen zusammen, wieder besprechen irgendwie komplizierte Prozesse. Aber ich bin sehr optimistisch vor dem Hintergrund meiner Erfahrung, dass das darüber möglich ist. Nein, das hält leider nicht auf Dauer. Ich habe das, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, von diesen Gangs, da habe ich 10 aus den verschiedenen Gangs, 10 Männer nach 10 Jahren nochmal ausgekramt und habe mir erzählen lassen ihre Geschichte. Und ich war gespannt, ob die Zeit überhaupt vorkommt. Oder wie die vorkommt, das war ich neugierig, ob das überhaupt für sie bedeutsam ist. Sie ist bei allen vorgekommen, aber wenn ich jetzt mal so das zusammenfassen soll, was sie gesagt haben, ist, dass sie eigentlich kapiert haben, jetzt in unserer Sprache, nur so ist Vergesellschaftung möglich. Das haben sie gelernt. Aber, sagt sie, so kann man auf der Straße nicht überleben. Also da gilt, Entschuldigung, ich nenne das jetzt mal, Zitat, besser du fickst, als du wirst gefickt. Das ist die Logik, nach der die Straße funktioniert. Und diese Diskrepanz kam in all diesen Interviews wieder. Und das heißt eben auch, dass diese Idee, die ja sehr stark propagiert wird in der sozialen Arbeit, wir können uns überflüssig machen, unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten Blödsinn ist. Also es wird, damit solche demokratischen Prozesse der Vergewisserung stattfinden, wird es immer Leute brauchen, die so eine Allparteilichkeit, wie ich sie jetzt skizziert habe, realisieren. Die trägt sich nicht von alleine. Also besonders nicht bei solchen Gruppen und wenn die solchen Umständen regelmäßig ausgesetzt sind. Ja.
Es sind ja jetzt mehrere Fragen. Also aus meiner Perspektive ist das, was ich jetzt heute vorgestellt habe, eigentlich die Möglichkeit, eben als soziale Arbeit an einem demokratischen Gemeinwesen zu arbeiten. Ja, oder da gibt es ja auch einen Streit drüber. In Deutschland viele sagen irgendwie, alle sind sich einig, dass man im Gemeinwesen arbeitet. Nur der Mai hat es nicht kapiert, der will immer noch am Gemeinwesen arbeiten. Aber das hat diesen Hintergrund, dass ich davon ausgehe, dass was wir heute, was existiert und was sich demokratisch nennt, keine Legitimation hat, weil es so viele Gruppen ausschließt, die überhaupt nicht partizipieren und teilhaben. Von daher für mich auch dieser Begriff von Gemeinwesen nicht haltbar ist, sondern wir arbeiten an einem Gemeinwesen und sind noch ziemlich davon entfernt, weil so viele Gruppen, ich benutze von Gramsci so einen Begriff, es so viele subalterne Gruppen gibt. Und subaltern heißt eben, sie haben keine Stimme, sie werden nicht gehört und sie konnten sich auch nicht in ihren Interessen organisieren. Und für die, das ist jetzt ein Unterschied zu allen alten Konzepten, so in den 70er Jahren Avantgarde-Konzepten und Advocatore Stellung nehmen. Das Problem dieser Konzepte sehe ich da drin, oder es ist nicht eine Idee von mir, sondern aus dem postkolonialen Diskurs von Spivak, die hat gesagt, wenn ihr immerzu die verdolmetscht und für die advokatorisch eintretet, nehmt ihr ihnen ihre Stimme. Und aus diesem Dilemma rauszukommen, ist sozusagen diese Idee von Sozialraumentwicklung, einen Raum zu kreieren, wo Leute ihre Stimme finden und sich dann artikulieren. Und vor dem Hintergrund halte ich das demokratietheoretisch und praktisch für enorm bedeutsam und eben auch politisch in dem Sinne, als es versucht eben tatsächlich Interessen oder Bedürfnisse aus dem Alltag eine Öffentlichkeit zu verschaffen und sie damit zu politisieren. Dass sie rausgerückt werden und wir in der sozialen Arbeit, und das ist natürlich dann die Frage an die Institutionalisierungsform sozialer Arbeit, die sich sofort damit stellt, eben häufig, das sagt auch Nancy Fraser, sind wir die Expertinnen und Experten, die ein Management der Bedürfnisbefriedigung machen. Und das ist das Problem auch, was ich mit der Menschenrechtsprofession in Obrecht Staub-Bernhards Kuhni-Version manchmal habe, dass sie droht, in ein Management der Bedürfnisbefriedigung abzurutschen und paternalistisch zu werden und damit nicht demokratisch, weil die Leute nicht ihre Stimme organisieren, sondern wir interpretieren, wir glauben zu wissen, was sie brauchen als Professionelle und wir machen ein Management, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen, weil sie die Menschenrechte haben, weil sie ein Recht auf was haben. Oder Capability Approach, wir schaffen die Capabilities für sie. Und was sie dann damit machen, ist ja okay, das ist immerhin der Verdienst bei Capabilities, dass sie dann machen können damit, was sie wollen. Aber was unbeantwortet bleibt in diesen Konzepten ist eben, wie kriegen sie ihre eigene Stimme und beteiligen sich am Diskurs. Und da sehe ich das unabdingbar. Und als Institutionalisierungsform sozialer Arbeit wäre eigentlich am angemessensten Sozialgenossenschaften. Tim Kunstreich propagiert die ja jetzt bei uns in Deutschland wieder. Das ist eine uralte Idee von Natorp in der Sozialpädagogik, Genossenschaften zu gründen, weil dort die Betroffenen sozusagen ihre eigene Stimme haben und zu unseren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden oder wir als eigene Genossenschaft der Professionellen mit ihnen dann Verträge schließen. Und das ist eben, wäre eigentlich die angemessene Institutionalisierung, die wir oft nicht haben. Aber es gibt durchaus eben jetzt bei freien Trägern Möglichkeiten, sowas zu realisieren.
Und ich kenne das jetzt aus Deutschland, ich kenne jetzt nur begrenzt eben die österreichische Szene, was so aufsuchende Streetwork-Arbeit ist, dass es dort auch relativ große Freiheiten gibt, noch so etwas zu machen. Gerade mit den schwierigen Gruppen. Ja. Ja. Als Mischung zwischen beiden. Aber ich war in einem unabhängigen Institut, das so ein Projekt akquiriert hatte zur Stützung von Selbstorganisation subalterner Gruppen. Hat sich mit Sicherheit, aber das ist schwierig, das habe ich nicht untersucht. Also ich habe jetzt ja nur biografische Interviews mit 10 ausgewählten Männern aus so diesen Klicken, aus unterschiedlichen Klicken habe ich biografische Interviews. Ich habe also nur untersuchen können, wegen der begrenzten Mittel, die ich zur Verfügung hatte, wie sie das biografisch verarbeiten. Und ich habe keine Gemeindestudie dort mehr machen können, wie sich das verändert hat. Aber es hat sich schon Aspekte dann gegeben, weil da habe ich jetzt nicht so, ich habe ja, das war primär jetzt auf Jugendliche gerichtet, weil das damals das große Problem war, eben diese Gangs, Gewalttätigkeit etc. Deswegen habe ich das Projekt realisieren können, weil es eine Hilflosigkeit darüber gab. Und in diesem einen, wo die Sintis gelebt haben, da hat sich keine Polizei mehr reingetraut. Also so zugespitzt waren dort die Verhältnisse, weil wenn die in ein Haus reingegangen sind und wollten nachher raus, dann war ihr Auto Kleinholz. Also das war eben sehr zugespitzte Verhältnisse, wo ich dieses Projekt machen konnte. Und durch diese Selbstorganisation, die Sintis haben ihre Siedlung restauriert. Mit Jägerzäunen übrigens davor, war ihre eigene Idee. Das sind so viele Dinge entstanden. Gangs haben in der katholischen Kirche, weil ich hier gerade Plakate gesehen, eine Rittlitschka-Ausstellung bewacht. Solche Dinge sind zustande gekommen. Also von daher hat sich schon, sie haben keine Security organisiert, der Pfarrer, sondern haben die Gang organisiert, die Rittlitschka-Ausstellung bewacht haben. Ja, solche Dinge sind dort schon an Veränderungen entstanden und haben auch sicher eine gewisse Zeit getragen. Das Quartier hat sich total verändert jetzt, weil Frankfurt, das war in Frankfurt, eine der expandierendsten Städte ist und Gentrifizierung überall, irgendwie die alten Arbeitersiedlungen, da findet man keinen Arbeiter. Diese Mai-Siedlungen, das sind heute alles E13 Aufwärtsgehälter, Beamte, die dort wohnen. Also vor dem Hintergrund muss man das relativieren, was man auch gegenüber solchen ökonomischen Verdrängungsprozessen, was man da über solche Projekte an Kultur, demokratischer Kultur etablieren kann und wie das dann durch solche Dinge wieder zerstört wird oder ja. Ja, also das,
Das Gangbeispiel ist ja nicht so gut für das, was ich genannt habe, intersektionale, kategoriale Gemeinwesenarbeit, weil das ja schon Gangs sind, feste Gruppierungen. Aber wir haben, Monika Alsch und ich haben ein großes Projekt bundesweit in Deutschland gemacht zu älteren Migrantinnen und Migranten. Ältere Migrantinnen und Migranten muss man jetzt auch wieder nehmen, irgendwie, weil es ein Programm war. Also wir haben eigentlich ältere, okay, irgendwie, aber es gab nur für alte Geld, also haben wir uns das so ausgedacht mit den älteren Migrantinnen und Migranten. Und da sind wir in die Quartiere gegangen und haben tatsächlich nach solchen Kriterien, wir haben das genannt, weil es in der Wissenschaft brauchen wir ja so einen Begriff, Fokusgruppen gebildet. Also wo die unterschiedlichen Lebenslagen, Lebensstile, Nationalitäten, Religionen vertreten war, etwa repräsentativ für das Quartier. Und dann haben wir erst mal 2 Monate lang geschaut, was die wo mit wem in diesem Quartier zusammen machen. Und dann haben wir mit denen auch Zukunftswerkstätten versucht zu machen. Und da haben die Projekte entwickelt. Und wir haben ursprünglich gedacht, das wird nie klappen. Ja, also wir müssen dann auch, Stichwort Sozialraumentwicklung, wahrscheinlich die muslimischen Frauen brauchen eigenen Raum. Und was weiß ich, dann die Türken wollen nicht mit den Griechen irgendwie was zu tun haben und so. Ja. Ist nicht passiert. In keinen unserer Untersuchungsquartieren ist das notwendig, weil die Fokussierung auf ihre Probleme im Alltagsleben und ihre Interessen so massiv war, dass das nicht notwendig war. Das Einzige, was wirklich durchgehauen hat und wo wir in einem Quartier auch also Gruppen trennen mussten, war auf einer anderen Ebene. Man könnte sagen, die Art und Weise, wie sich Leute bilden. Also wir hatten auf der einen Seite viele Leute dabei, die funktionale Analphabeten waren, die kamen aus Gebieten, wo sie noch hauptsächlich subsistenzwirtschaftlich gelebt und produziert haben und eigentlich diese Produktionsweise mitgebracht haben hier. Sie überleben hier genauso. Also sie ernten überall und machen was und versorgen sich wechselseitig in ihren Netzwerken und sonst was. So haben die hier überlebt. Das haben wir aufgedeckt. Angeblich sind das die Gruppe in Deutschland, die sich am wenigsten engagiert, weil die gehen nicht in keinen Verein. Ja, aber was die machen in der Nachbarschaftshilfe, in der Community, unglaublich, was wir aufgedeckt haben. Und auf der anderen Seite haben wir ja eben auch Zugewanderte, auch bei den Älteren, die eigentlich schon formale Bildung in ihren Herkunftsländern hatten, zum Teil sogar akademisch, sind aber als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen oder als Flüchtlinge. Nichts von ihren akademischen Sachen ist ihnen in Deutschland anerkannt worden und sie haben wieder auch dort körperliche Arbeit verrichtet. Aber jetzt in unserem Projekt haben die sich mit ihrer Qualifikation auf einmal wiederentdeckt gesehen. Und das ist echt, muss ich zu meiner Schande gestehen, wir waren in dem Hinsicht ein wirklich super Aktivierungsprojekt, weil eben die Institutionen diese Supermigranten, Vorzeigemigranten, alle kassiert haben als Ehrenamtliche, die auch stolz waren, dass sie endlich mal gesehen worden ist. Aber das hat zu einer Spannung geführt zwischen diesen beiden Gruppen. Und das war ganz schwierig, also insgesamt in diesem Projekt ganz, ganz schwierig. Das war das Schwierigste auszubalancieren in der Sozialraumorganisation, diese unterschiedliche Art zu Bildung oder diese unterschiedliche soziokulturellen Hintergründe. Nicht Religion, nicht Ethnizität, nicht Geschlecht. Kurios, hätten wir uns alles nicht gedacht, sondern diese soziokulturellen Unterschiede waren das Problematischste. Und vor allem, und das ist ein großes, wirklich großes Problem für die soziale Arbeit, weil die Form, wie die sich organisieren aus dem subsistenzwirtschaftlichen Kontext, überhaupt nicht kompatibel ist zu unserem Sozialstaat. Und die eigentlich haben die hier nur überlebt über Selbsthilfe, aber die Selbsthilfe ist an der absoluten Grenze. Sie bräuchten professionelle Unterstützung und das funktioniert nicht. Das haben wir auch bei uns, das ist Anspruch ja von Sozialraumorganisationen auch, also professionelle
die sozialbürokratisch verwalteten Ressourcen fruchtbar zu machen für solche Projekte. Das ist sehr, sehr bedingt nur gelungen. Und am ehesten, am schnellsten waren eben die aus dem subsistenzwirtschaftlichen geprägten, die waren aus diesen Projekten schnell wieder draußen, weil sie nicht zurechtkamen mit unserer Logik. Ja. Und Tim Kunstreich hat so eine schöne Unterscheidung gemacht, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Für uns in den Institutionen des Sozialstaates ist Verbindlichkeit der oberste Maßstab, am besten kontraktuell. Wir machen noch Verträge. Ja? Die Basis, auf die die Subalternen funktionieren, ist Verlässlichkeit. Da gibt es auch Something for Nothing. Man verlässt sich aufeinander. Das ist nicht an Zeit gebunden, nicht an Termine gebunden. Das ist ein soziales Gebilde. Und das ist kaum kompatibel zu dem, wie zu den Institutionalisierungsformen unseres Sozialstaates und kaum kompatibel zu dem, wie wir häufig auch als Professionelle operieren. Und jetzt noch mal ein anderes Beispiel. Ja? Auch wir haben untersucht Top-Down-Partizipationsprozesse in der Stadtplanung. Diese Leute steigen aus, sobald etwas auf eine Moderationskarte geschrieben wird, weil sie ihre Lebenserfahrung auf dieser Karte nicht mehr wiedererkennen. Und eigentlich, sage ich mal, schlau genug sind, zu wissen, dass das eh nur ein Trick ist, mit dem die Planer ihr Ding machen. Ja, aber das bedeutet eben auch auf der Ebene, muss man sehr sensibel sein, dass nicht alle Partizipationsformen für alle Menschen gleich geeignet sind. Klar, für so Leute wie wir können jetzt mit Metaplan wunderbar arbeiten, aber die Subalternen kaum. Und das ist auch ein wichtiger Prozess, eben, den man erst durch Forschung erkennt und genau hinguckt, wer steigt wo aus. Ja. Ja, Tagebücher ist nur so ein Name, dass wir Kohle gekriegt haben. Also die funktionalen Analphabeten können keine Tagebücher führen, die haben wir interviewt. Und das, man kann das, es ist auch formalisiert worden, auch ikonografisch sozusagen, dass man Symbole irgendwo hin für die Tätigkeiten, für die Leute, aufgrund eben unserer Arbeit haben andere das weiterentwickelt, eben, das kann man so machen, aber das Entscheidende war eben, dass wir mit denen immerzu wieder über diese Tagebücher geredet haben oder beziehungsweise die Leute, die jetzt gar nicht schreiben konnten, die haben das unseren wissenschaftlichen Hilfskräften diktiert. Aber das Entscheidende war eigentlich die Kommunikation darüber und eben auch, was wir dort gemerkt haben, was wirklich erstmal ein Prozess war. Uns hat ja ihr Alltag interessiert. Und am Anfang haben die immer nur die besonderen Ereignisse da reinschreiben wollen oder uns erzählen wollen. Aber uns hat ja ihr Alltag interessiert und das brauchte eben eine Sensibilisierung, aber das war sehr, sehr eben ergiebig und auch die Verständigungsprozesse untereinander haben wir alles nicht vorgegeben, war auch faszinierend. Also lediglich in einem Quartier haben die mit in verschiedenen Sprachen geredet und verdolmetscht. Alle anderen hatten sich entschieden, in Deutsch zu kommunizieren, freiwillig. Und haben uns wiedergespiegelt, dass das der beste Deutschkurs gewesen sei, den sie je hatten, weil er alltäglich fundiert war und weil sie sich Gedanken machten. Da ging es nicht nur um Worte, sondern was meint Familie bei euch, was meint es in unserer Sprache? Das sind zwei verschiedene Dinge. Also, und das war eigentlich, also so ähnlich wie Frere das auch gemacht hat in seiner Alphabetisierung, nicht einfach Worte zu lernen, sondern zu lernen, welche Bedeutung haben eigentlich die Worte in bestimmten kulturellen Kontexten. Und das ist eben bei uns passiert und deswegen haben die gesagt, war so ein guter Deutschkurs, weil wir denen nicht Grammatik beigebracht haben, sondern wir verständigungsorientiert mit ihnen gearbeitet haben. Thank you.